Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aktionär TV. Es ist Donnerstag, das heißt, der neue Aktionär ist fertig und ich stelle Ihnen kurz die Themen vor. Sie sehen, sehr martialisch aufgemacht, Hashtag Krieg, passt aber irgendwie gerade auch in die Zeit. Kommen wir gleich dazu. Wir haben uns den Disney-Deal, den vermeintlichen Disney-Deal, voraussichtlichen Disney-Deal mit Fox nochmal genauer angeschaut. Mein Kollege Andreas Deutsch ist ja seit Jahren bei dem Unternehmen aktiv. Also er covert Disney, hat sich das nochmal angeschaut und sagt, wo das Potenzial eigentlich liegt und wie wichtig der Deal für Disney sein könnte und weshalb er glaubt, dass die Aktie jetzt mal langsam aus dem Quark kommt. Dann haben wir einen sehr interessanten Wert aus der Brennstoffzellensektor. Vielleicht werden Akkus irgendwann überflüssig und Brennstoffzellen füllen dieses Vakuum aus. Die Möglichkeit besteht durchaus. Wir haben einen tollen Deal hier herausgefunden und gleichzeitig den Profiteur genannt. Wir haben natürlich den Bullen der Woche 200% im Plus. Die Frage, jetzt Gewinne mitnehmen oder laufen lassen, auch da gehen wir genauer drauf ein, auf die Deutsche Bank. Huiuiuiui. Machen wir es ganz kurz. Und wir haben natürlich über all dem den Supertrade Teil 3. Startschuss gefallen für den Supertrade, nachdem wir uns in den ersten beiden Teilen der Serie ja vor allen Dingen mit den technischen Faktoren auseinandergesetzt hatten, geht es jetzt darum, wie das Ganze in die Tat umzusetzen ist. Aber, wie gesagt, kommen wir zum Titel. Sie hatten jetzt gerade schon gesehen, Moment, Krieg? Ja, aber der Schlag den wir hier auf die Facebook, auf den Facebook-Daumen letztendlich drauf gemacht haben oder auf die Facebook-Hand drauf gemacht haben. Das ist ja Apple, Alphabet, Amazon, Alibaba. Was soll das? Also, die Grundidee ist, Deutschland hat den technologischen Anschluss verloren. Nicht heute, nicht gestern, auch nicht letzte Woche, auch noch nicht einmal zur Jahrtausendwende, obwohl es da vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, noch gegenzusteuern. Das ist ein Thema, das ja, die Republik und vor allen Dingen ganz Europa schon seit mehr, und jetzt halten Sie sich fest, als 5 Jahrzehnten beschäftigt. Schon damals haben sich Politiker darüber Sorgen gemacht, dass vielleicht amerikanische oder asiatische Unternehmen technologisch einen Vorsprung herausarbeiten könnten. Und ja, sie haben letztendlich recht behalten. Keiner wollte ihnen so recht glauben. Gerade Deutschland hat sich natürlich auf die Automobilindustrie und auf den Maschinenbau zurückgezogen. War ja auch lange Zeit vielversprechend und wohlstandsfördernd. Und jetzt müssen wir leider feststellen, wir haben den Anschluss verpasst. Also da geht es nicht einmal mehr darum, dass man aufholen könnte. Da geht es nur darum, den Schaden gering zu halten. Und Sie sehen, wenn Sie sich die wertvollsten Tech-Namen anschauen, da ist kein deutsches, da ist auch kein europäisches Unternehmen mit dabei. Fairerweise sei gesagt, SAP kommt an 21. Stelle. Und das Ganze ist hier auch sehr schön in einer Grafik aufgearbeitet worden. Kann ich gleich weiterspringen. Und dann sehen Sie zwei Blöcke, nämlich den US-Block und Sie sehen den asiatischen Block. Und da geht es um digitale Plattformen. Weshalb ist das wichtig? Weil digitale Plattformen Wohlstand versprechen. Das können wir relativ einfach machen und ganz klar sagen. Und wenn Sie um die Verteilung dieser Plattform, also eine Plattform ist beispielsweise Netflix oder Amazon oder Alibaba oder Tencent, das sind digitale Plattformen, auf der Nutzer miteinander vernetzt sind, interagieren und natürlich Handel betreiben. So, und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, dann gehen 66% Anteil dieser Plattform in die USA und 30%, und das ist stark aufgeholt aus Asien, vor allem China, nach China und wie gesagt Asien. Also wir haben hier ja Südkorea. So, und wenn Sie sich dann anschauen, okay, Naspers hält einen Anteil an Tencent und Europa hat tatsächlich einen Anteil von 3%. Und wenn Sie SAP rausrechnen mit 145 Milliarden US-Dollar, dann fällt dieser Anteil völlig in sich zusammen. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns angeschaut, welche Ursachen es hat, denn es gibt Ursachen dafür, dass wir so weit abgehängt wurden. Wir haben angeschaut, welches Potenzial schlummert in diesen digitalen Plattformen, das ist enorm, und wie man als Anleger davon profitieren kann. Brüssel wird kaum etwas unternehmen können, um hier tatsächlich nochmal Land zu sehen. Ja, und wenn ich mir anschaue, auf der Prioritätenliste ganz oben auch in Deutschland ist es ja der Datenschutz und die Verhinderung von Monopolen. Es geht nicht mehr so sehr darum, hier irgendwie irgendjemandem Paroli bieten zu können. Also müssen sich Anleger damit abfinden und dann haben wir gesagt, okay, dann investieren Sie doch in die wertvollsten Plattformen, in die aussichtsreichsten Plattformen. Und nein, es ist nicht nur eine Amazon und nein, es ist nicht nur eine Alphabet oder eine Alibaba. Es gibt sehr viel mehr Unternehmen und wir haben tatsächlich 5 Stück für Sie rausgesucht, die es wert sind, dass man sie genauer anschaut. Heute eine relativ lange Sendung, ist aber auch ein komplexes Thema. Macht sehr viel Spaß zu lesen, so viel wie wir beim Schreiben hatten. Das sagen wir jede Woche. Diesmal meinen wir es auch so. Ich wünsche Ihnen dann ein gutes Händchen am Freitag im Kiosk. Sie wissen ja, wonach Sie suchen müssen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.